Willkommen bei Lenny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute das Add-on Letzte Überlebende von Alien Isolation in einem absolut verkackten, albtraumhaften Schwierigkeitsgrad. Es wird schrecklich und wir starten das Spiel. Wir werden das Schiff in die Luft jagen. Wir versuchen unser Glück mit dem Shuttle. Gut. Wir werden Kühlmittel für das Belüftungssystem benötigen. Parker, ich habe das Shuttle angeschmissen. Sind die Kühlmitteltanks bereit? Wir sind dabei. Können Sie uns hier unten unter die Arme greifen? Ja. Wir sind wieder da und schon kriegen wir eine Gänsehaut. Man muss wirklich sagen, Leute, die Alien 1 gesehen haben, werden sich hier in diesem Spiel so wohlfühlen, weil halt einfach dieses ganze Design einfach flüssig läuft. Auch super. Es ist so gelungen, dieses Spiel. Bueno. Einfach bueno. Oh mein Gott. Erstmal, was ich jetzt hier erstmal mache. So, Vater, ich werde leider nicht weiter mitgucken können. Die Kinder gucken gerade mit, aber ich bin später wieder an. Du, Kinder können da auch. Nein, um Gottes Willen, versteckt vor deinen Kindern hier dieses albtraumhafte Zeug. Alles klar, Vater, bis später. So, okay, dann wir rufen einfach mal los. Was wir ja schon noch immer noch wissen, ist, Rennen ist absolut tabu. Rennen hört sich das Vieh sofort und dann ist sofort alles im Arsch. Aber alles. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Spiel im Albtraummodus irgendwo gesehen habt. Also, Dave bestimmt, weißt. Aber es ist wirklich, es ist echt übel. Das Alien weiß einfach, das zerrt dich überall raus. Überall, es ist überall, es findet dich einfach. So, okay, gut, hier ist auch nichts, dann gehen wir mal weiter. Warum tue ich sowas, ey? So, Hokikowski. Wir haben schon einen Metalldetektor. Ach Quatsch, einen Bewegungsmelder. Selbst dieser Bewegungsmelder, der macht diese Töne. Ich lass mal kurz an. Vorführeffekt, er macht sonst, wenn Bewegungen spürbar sind, macht er so boop, boop, wie im Film. Selbst den kannst du nicht lange anlassen, ohne dass sich das Alien irgendwo hört damit. Also, das ist total. Ist nicht geil. Wer diesen Schwierigkeitsgrad, und der wurde auch nachgeliefert noch, implementiert hat in dieses Spiel, der ist ein ausgemachter Feind der Menschheit. So, hier können wir, wie war denn das? Gedrückt halten? Nee. Wie konnte ich denn, hier ist der Draht. Wir können uns so ein paar Sachen zusammenbasteln. Oh nein. Ich hör's doch schon. Oh, es kommt! Oh, oh nein! Oh! Da! Ich sperrt! Ach, komm, hör auf! Diese... das ist souverän schon. Diese Schritte, die ihr hört, heißt, dass das Alien... Also, ein paar von euch werden es gesehen haben, ein paar nicht. Das Alien befindet sich also nicht mehr in den Lüftungsschächten, sondern läuft draußen rum. Es findet dich, es ist schneller als du, es ist stärker als du, es ist tödlich. Du kannst dich nicht wehren. Irgendwie. Es gibt ein, zwei kleine Methoden, um dir ein bisschen Zeit zu verschaffen, aber. Geil ist nicht. Lambert? Wo ist Benny? Lambert. Ja, Benny ist leider noch auf Arbeit. Parker. Das war halt das, was er am Samstag schon sagte, irgendwie, dass er wahrscheinlich verhindert sein könnte. Und leider ist es auch so gekommen. Aber er wird eventuell nachher dazu stoßen. So, komm mal. Oh Gott. Oh, nein. Wo ist es? Verpissung und Versteckung. Oh Gott. Oh, da ist es. Ich bin am Arsch. Holy moly! Oh Mann!
Ja, ja, Lämmert und Parker, da sind sie. Schön, wa? Gott. So, ich versuche mal ganz kurz hier irgend mir was zusammenzubasteln. Ja. Ja, normalerweise kannst du dich wenigstens noch in Schränken verstecken oder so, aber es. Hier, ja, nix da. So, Medikit. Kann ich Medikit bauen? Ja. So, dafür brauche ich. Dafür brauche ich quasi Einzelkomponenten, die ich überall finde. Die sind natürlich rar gesät. Ich nenne dieses Spiel auch liebevoll den Spinnsimulator, weil ich so dermaßen oft in irgendwelchen Spinden gehockt habe. So, diese Piepen, die gerade gehört hat, den darf ich halt nicht lange anlassen, weil das eh nicht hört. Es ist. Es ist einfach zauberhaft. Na, da ist er. Ja? Lass mich doch einfach in Ruhe. So könnte. Nein, da ist es noch. Ovid wartet! So, und die KI ist halt einfach brutal in diesem Spiel jetzt. Auf diesem Schwierigkeitsgrad. So, das wird wahrscheinlich so werden die nächsten 4 Stunden aussehen. Ich hinter diesem Trolley hier. So, und das Schlimme ist, es wird ja auch noch nicht mal angezeigt, weil es sich nicht bewegt. Steht still. So, auf dem, oh Gott. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Ist das hier drin? Nee, erstmal nicht. Oh, hier. Oh, erstmal im Spind. Erstmal verstecken. Oh Gott. Hä? Ah, krass, und ich kann jetzt nicht mehr auf den Motion Detector zugreifen. Nein! Nein, das geht ja nicht in dem Modus. Oh, das ist so gemein. Das ist so gemein. So, lass mich doch einfach in Ruhe. Da ist es! Ah, nee, lass mich. Oh Gott, ich bin weg. Hat er das gehört? Hat er das jetzt gehört? Ja, man muss wirklich aufpassen, man stirbt hier so dermaßen oft in diesem Spiel. Cool, jetzt ist jetzt in die Lüftungsschächte. Gibt es das Spiel auch in hell? Ich sehe ja nicht. Nee, tatsächlich spielt Alien auch sehr viel im Dunkeln. Und das macht tatsächlich eins der Hauptreize. Da! Nein! Und ich bin am Arsch. Ja, ich wollte gar nicht wegrennen. Ja, shit. Mist. Das wird echt schwierig. Parker, ich habe das Shuttle angeschmissen. Sind die Kühlmitteltanks bereit? Wir sind dabei. Können Sie uns hier unten unter die Arme greifen? Ich würde mal versuchen, einfach mal durchzugehen. Irgendwie. Das hatte mir nämlich letztens echt was gebracht. Das ist wirklich nicht schön gemacht. Ist doch gut. Ja, Melly, tut mir natürlich jetzt ein bisschen leid, dass das jetzt halt so duster ist. Moment. Oh, ich hab einen Flammenwerfer. Ich hab 40 Schuss mit dem Flammenwerfer. Das ist natürlich, da komme ich nicht weit mit dem Biomarkt. Lambert? Parker! So,
So, weil letztens bin ich irgendwie relativ straight durchgelaufen und bin auch zu guten Checkpoints eigentlich gekommen, ansonsten wäre ich gar nicht durchgekommen. Echt? Oh Mann, oh, wieso? Oh! Oh, Benny! Du Sack! Du Penner! Schön, dass du da bist. Ja! Kann ich hier? Nee. Gut, also ich muss erstmal hier rein, scheiße. Okay, ich muss erstmal Lambert und Parker finden. Verstehe. Oh Gott. Ah. Schön, dass du Spaß hast. Schön, dass du Spaß hast. Ach komm! So, auf dem Motion Detector wird mir immer angezeigt, wo der nächste Weg ist. Oder wo der nächste Wegpunkt ist, wo ich hin muss. Oh nein. Hinter diesen kleinen Balken da oben, ja, das ist immer quasi die Richtung, wo ich hinlaufen muss. Hm. Naja, wird. Okay, es ist auf jeden Fall draußen. Ach, ärgerlich. Blöd, ich finde halt immer, sobald du dich irgendwo in einem Areal festnagelt, bist du halt einfach im Arsch. So, okay, sorry, ich finde das schon gerecht, wenn ich sehe, wie du dich in Horror Games zurücklehnst und Benny sich in die Hose ver... Ja, ich lehne mich zurück in Horror Games? Ich bin immer der... Ich alter hier um Jahre pro Spiel. Na sag mal, Melli. Benny ist tatsächlich immer der Coole in den Games. So, wenn Benny sich immer erschreckt, dann sieht es immer so aus. Dann werde ich hier fast vom Stuhl falle. Steven ist einfach... Nee, ich bin hier nicht Iceman. Nee. Endlich sagt das auch einer. Nein, finde ich überhaupt nicht. Ich wäre gerne der das souverän durchspielen kann. Haha! Ich meine, ha! Hey, nein! 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 Ey, es ist doch nicht normal! Aus dem Spind! Ich habe ja nichts gemacht! Aus dem Spind rausgeholt! Aus dem Spind rausgeholt! Mann! So. Oh Gott. Ja, oh Gott. Nein. Und tschüss. Ich gehe jetzt weg. Oh nein. Oh, oh, schnell, schnell. Hoch, 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 hoch. Mann! Mann, jeder! Hock dich doch hin! Jeder drunter! Dankeschön. Danke. So, selbst wenn ich jetzt hier schleiche, wieso. Nein, ich muss in die Richtung. Wieso? Okay, ich muss da rüber. Wie ist das hier? Ist doch gar nichts. Ist doch gar nichts. Nein, ich muss runter. Ich muss runter. Ich muss jetzt wieder. Ich bin noch gerade hier hochgeklettert. Mann, ich dachte, ich bin. Mann, nee. Nur nie. Okay, da ist jetzt. Da. Eine Schlüsselkarte. Wo könnte Parker den Schlüssel bewahren? Ey, weißt du, wenn du schon so weit gekommen bist? Dann fehlt dir die beschissene Schlüsselkarte. Ach, Mann.
alle. Und alle. So, und jetzt stellt euch davon mal ein Fullgame von 15 Stunden vor. Ursprünglich. Normaler Schwierigkeitsgrad. Ja? Ich schaffe hier noch nicht mal die Eise. Nein. Oh Gott. Nein. So, schön smooth. Schön langsam. Ohne Stress. Oh nein. Und da ist es, da ist es, da ist es. Bringt mir nichts, bringt mir nichts. Der zerrt mich einfach raus. Der sagt, was machst denn du, deine kleine Scheiße, hä? Muss versuchen, ihn irgendwie zu umgehen oder irgendetwas in der Richtung. So, jetzt hier hin. Komm. Und immer bitte benutzen. Funktioniert. Ja, bitte. Danke. So, und jetzt Checkpoint. Wäre total. Wäre richtig geil. Würde ich gut finden. Defas hat also, Defas ist einfach ein krasser Typ, Alter. Defas ist einfach ein kaputter Typ. Also, krass, krasser Typ. Was? Ah, okay. Jetzt gehen wir nahe hier. Fiesabicht, grüß dich! Na, schön, dass du da bist. So, warte mal, Taschenlampe. Wie war Taschenlampe? Mit 11, ha? Ach nee, warte mal, ich hab ja hier. Moment, ich hab ja hier Feuerzeug bei. Ja, vis-à-vis, wir spielen gerade DLC von Alien Isolation und ich könnte kotzen, weil ich hier einfach nur auf die Fresse kriege. Okay, cool, 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 cool. Ach, ey. Schickt mich immer in eine Richtung, dann in die andere, das ist doch kacke. Oh. Bin ich jetzt schon wieder da, wo ich vorhin war? Das kommt mir. Na! Nein! Lass mich in Ruhe! Hallo! Mir flattern noch die Nerven vom Hauptspiel. Ja, mir auch! Und den spielen wir jetzt gerade auf Albtraum. Auf Albtraum! Bitte, lass jetzt einen coolen Checkpoint sein, bitte. Sollte reichen. Okay, also wir müssen uns wirklich hier in Tip-Top-Schritten vorwärts bewegen, ansonsten wird das hier nicht. Also, krass für die Leute. Oh, warte mal, können wir uns das anhören? Etwas auf freiem Fuß auf dem Schiff unterwegs. Ein unbekannter Organismus. Er ist aus Kane herausgekommen. Wir mussten seinen Leichnam ins All schießen. Ich habe keine Ahnung, wie Ash das Teil auf den medizinischen Scans übersehen konnte. Es hätte sichtbar sein sollen. Aber egal. Er baut eine Art Aufspürgerät, damit... 2.5.7, hey! Schön, dass du da bist, endlich daheim! Noch nicht viel. Die ersten 10 Minuten eines DLCs spielen wir gerade. Von Alien Isolation. Auf Albtraum! So, ich würde jetzt hier ganz souverän nach diesem Detektor mal kurz laufen. Ich kann ihn halt nur nicht lange anlassen. Ohne dass das Mistvieh sofort weiß, wo ich bin. Auf Albtraum, ja. Und jetzt ist der Schwierigkeitsgrad ist wirklich Albtraum. Ich habe jetzt gerade ewig gebraucht, um hierher zu kommen. Nein, 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 ihr könnt doch schon. Oh Gott, oh nicht. Oh bitte nicht, oh bitte nicht. Oh je, große Halle. Los, Ripley. Hebel nutzen. Und ziehen. Und. Laut, 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 viel zu laut! Na, na! Mach auf den Ding! Kommt! Huhuhuhuhu!
Oh Mann. Aber das Schlimme ist, ich bin hier nicht sicher. Das kommt hier auch durch. Das läuft hier einfach durch. Oh, please. Oh, pretty, please. With sugar on top. Das ist schon so schlimm, dass ich anfange zu singen hier. Ja. Checkpoint? Checkpoint? Ah, hier ist nicht zum Checkpointen. Ich lasse jetzt hier alles stehen. Ich lasse jetzt hier alles stehen. Oh. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Dave ist am Start. Dave ist am Start. Grüß dich. Dave, Albtraum. DLC auf Albtraum. Mach was. Mach was. Digga, verdammtisch. Soll ich hier fummeln? Nein, ich kann nicht fummeln. Huh. Huh. Links, rechts, sag was. Hier, da. Oh Gott. Guter Mann. Ja, guter Mann. Schön. ich finde das nicht. So, bitte. Bitte, Checkpoint. Bitte. Selbstzerstörung. Was ist, was, wo muss ich fummeln hier? Ah, hier, hier muss ich 1000 Hebel. Oh. Eins. Ist so überhaupt nicht laut. Nummer zwei. Oh. Okay. Psst. Nicht tuten. Ja, erstmal noch die Gebrauchsanweisung durchlesen. Ist ja schon mal wichtig. Ja. Ah, sorry, dass ich jetzt nicht so auf den Chat jetzt gerade gucken kann, irgendwie, weil ich mit. Damit beschäftigt bin, Stuhlgang zu vermeiden. Oh Gott. Ein Stresslevel. Ja, ist doch schon mal schön, dass er das jetzt alleine macht, irgendwie. Und dass man das jetzt nicht noch mit dem Knopfdruck noch zusätzlich aktivieren muss. Musik macht es nicht gerade besser. Absolut, absolut, dieser Wicht. Aber ich muss sagen, ist auch wirklich geil. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich halt so schnell zu diesen Alien-Teilen zurückkehre, irgendwie, weil ich war echt geheilt erstmal. Aber irgendwie kickt es mich doch ein bisschen. Und Dave hat ja auch gesagt, komm, mach mal ein bisschen auf ein bisschen härter und so, mach mal ein bisschen krasserer Schwierigkeitsgrad. Ich sag, nee, möchte nicht. Ja, und jetzt bin ich doch da. Bereue. Shit. Ah, nächstes Mal werden wir auf gar keinen Fall. Vorher will ich jetzt schon einmal hingekotzt haben hier. Zerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Okay, der cool. Countdown zur Sprengung des Schiffs beträgt 5 Minuten. Okay, Schiffs. Okay, schön straight durchlaufen. Kein Thema. Oh Gott. Okay, dann immer noch. Ist das hinter mir? Das ist hinter mir, oder? Ich weiß, es ist hinter mir. Es ist hinter mir. So, wohin? Hier hin. Ah, Oh Gott. Es kommt gleich vor mir. Ich sehe es doch. Komm. Ah, geht's gerade auf? Ich bin total panisch. Nein, nein. Oh, bitte, bitte, bitte. Na. Wo ist es? Wo ist es? Es ist geil, Alter! Shit! Das Problem, ich kann ja jetzt hier nicht ihr Duckt durchlaufen. Das wird ja nicht. Soll ich rennen? Nee, rennen ist scheiße, ne? Rennen funktioniert, ist eine ganz blöde Idee. Please, Alter, oh pretty fucking please. Lucky. Was Lucky? Hold up, ich hol da jetzt nur die Katze. Mann, nee, nein, ich muss noch. Ist doch nicht dein Ernst, Mücke hoch.
Es kommt! Es kommt! Ich bin am Arsch! Mann, nein! Ich war doch auf der scheiß Leiter schon drauf! Ich ruhe in mir selbst. Oh Gott. Also ich muss jetzt noch die Katze holen. Lucky. Schnell und safe und wir gehen hier hoch. Ja, wir gehen Lucky, los. Hoch, hoch. Nein, er kommt schon, er kommt schon. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich nicht gesehen, lass mich nicht gesehen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ist doch nicht dein Ernst. Oh, der läuft so gut durch. Oder sie. Achtung, der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Der Countdown zur Sprengung des Schiffs beträgt 3 Minuten. Wo ist die Katze? Wo ist jetzt die scheiß Katze? Meldung vom interplanetaren Raumfrachter. Ja! Ja, Mann, ja! Oh. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Raumzone erreichen. Sollte danke, meinen Produzenten, meinen Eltern, für diesen tollen Moment hier. Fühlt sich gleich anders an. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so ringquatsch, ist mir aber total egal. Fühlt sich gleich anders an, wenn man diesen Schwierigkeitsgrad gewinnt, oder? Absolut, absolut. Großartig gemacht. GG. Yeah. So, Benny, wo sind deine Standing Ovations hier? Sei brav, ja? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Hier, komm, gib Krepelherz. Hier, fieser Wicht, ne? Och, hier, ich kann's auch nicht, ich kann's auch nicht. Ist einfach... Couch-Kommando, übrigens an der Stelle. Die Liz von Couch-Kommando kann tolle Tats machen. So, unten die Ellenbogen zusammen und oben Hände so. Kann mal wirklich jeder von euch mal probieren. Also bei mir sieht es aus, als hätte ich gerade einen Schlaganfall. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Huh, ja, Mensch, wir haben's geschafft. Ich freue mich, und beenden. Nun...